Hallo, wir grüßen dich. Wir, das sind meine Golden Retriever-Dame, die Mabel, und ich, Simone Isenberg, aus der Online-Fitness-Werkstatt für Mensch und Hund von To For More. Du siehst mich schon in der Dehnposition. Es geht um die Dehnung der langen Wadenmuskulatur. Und ja, ich war joggen mit Mabel und mache das jetzt als Cooldown für uns. Und du kannst das natürlich jederzeit machen. Du musst nicht vorher joggen gehen. Wadendehnungen sind immer gut, immer wichtig, weil wir immer in Schuhen laufen, fast immer. Und da sind die Absätze immer ein bisschen erhöht. Also sind unsere Wadenmuskeln stets in einer fast immer verkürzten Position und sie werden es genießen, mal gedehnt und gestreckt zu werden. Und du wirst auch einen Unterschied merken. Von keine Wadenkrämpfe mehr, falls du welche hast, bis hin zu keine Rückenschmerzen mehr. Und du wunderst dich, warum die weg sind. Aber dazu erkläre ich in einem anderen Video noch viel mehr. Jetzt komm in die Positur, komm zu mir in die gleiche Position. Das Bein, was du dehnen möchtest, hast du nach hinten ausgestreckt. Du drückst deine Ferse in den Boden rein. Achtung, dein Fuß nicht nach außen, sondern der zeigt gerade nach vorne. Und jetzt nimmst du die Wand, vor der du stehst, oder wie ich hier das Fenster, und drückst ganz fest dagegen und verstärkst damit die Dehnung. Und wenn du jetzt nichts merkst in der Wade, gehst du einfach ein bisschen weiter nach hinten und kannst so die Dehnung verstärken. Ich gehe quasi hier noch mehr in die Dehnung rein. Und ich möchte jetzt die Mabel integrieren. Du kannst deinen Hund also schon mal neben dir absetzen. Und jetzt soll Mabel erstmal aushalten, dass ich hier einen Keks werfe. Zack. Prima. Bleib. Und sie darf jetzt bleiben. Und ich beschäftige sie einfach währenddessen etwas Sitz und Bleib. Dann darf sie den Keks suchen. Dann soll sie nochmal in die Fußposition. Dann kann sie den Beutel apportieren. Und das alles zusammen eine Minute lang, sodass sie dann ungefähr nach einer Minute den Beutel apportiert. Und damit habe ich eine Minute gedehnt. Und du natürlich auch. Also, ich habe jetzt schon so viel geredet, da ist bestimmt schon eine ganze Weile um. Mabel darf jetzt also ihren Beutel, nee, den Beutel nicht, den Keks suchen. Such. Dass sie eine Weile sucht, verstärkt ja auch wieder die Zeit der Dehnung. Hast du? Noch nicht gefunden. Ja, jetzt. Super, ja, 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 ja. Jetzt hast du ihn gleich. Ja, gut. Spürnase. Mabel rechts. Super gut, ja. Ich gehe gar nicht aus meiner Dehnposition raus. Kann sie ja trotzdem in die rechte Fußposition schicken, locken. Und jetzt schicke ich sie zum Beutel. Mabel, bring den Beutel. Nicht noch verlängern möchte, weil ich feststelle, oh, die Minute ist noch gar nicht um, oder weil ich noch mehr dehnen möchte, dann kann ich meinen Hund einfach noch ein bisschen sitzen lassen. Soll den Beutel noch ein bisschen halten und erst dann nehme ich ihr den Beutel ab. Ich löse vorsichtig, Dehnungen immer langsam lösen, nie ruckartig. Und dann, ups, prima, Belohnung für die Mabel. Und du kannst jetzt zu Hause natürlich das andere Bein noch machen, nachdem du auch deinen Hund belohnt hast.